Hallo. Ihr könnt gerne ein Stück näher kommen. Wir sehen zwar extrem gefährlich aus, aber es wird so schlimm nicht werden. Ja, komm, Tüllmann. Komm, bastel du mit deinem Bier. Dich kenne ich schon seit 100 Jahren. Du stehst immer da in der Ecke. So. Also, uns gibt's eigentlich gar nicht. Das letzte Mal haben wir offiziell gespielt 1986. Da sind wir verboten worden. Und 1987 im Februar, da ging der Zug in den Westen, haben uns dann in West-Berlin wieder getroffen. Und 1986 haben wir zum Kirchentag gespielt. Vertrauen wagen hieß er damals. Und wir haben uns gedacht, das wäre mal eine schöne Klammer. Hallo? Ich meine, ey, krass, man sieht so viele Bekannte. Das wäre mal eine schöne Klammer, wenn wir jetzt zum Kirchentag hier in Jena wieder spielen. Wir haben das für eine gute Idee gehalten. Deswegen haben wir uns hier zusammengesetzt. Ich sehe diese irritierten Gesichter. Es gibt Leute, die sind jünger als ich oder Mühle oder Kiki. Das ist dann eben nicht die Originalbesetzung. Das erkläre ich euch später. Wir fangen mit einem Stück an. Das haben wir ganz früh geschrieben, 1983, 82, so. Das wurde eben sehr gerne in Bofen, in Sachsen, in Elbsandsteingebirge, an der Ostsee, an Lagerfeuern gespielt. Das geht ums Träumen, die Weltreise. Ich möchte gern mal eine Weltreise machen, die mich überall hinführt. Mitnehmen würde ich gar nicht viel Sachen, nur das, was unbedingt dazugehört. Mit den Eskimos mal Kanu fahren, auf einer Südseeinsel lieben, nach San Francisco zu den letzten Hippies gehen, damals schon, und der Kotti will nach Nashville. Meinen Schlafsack und ein bisschen Geld und dann Papier und was zu schreiben. Ich würde tun, was mir gefällt und ließe mich einfach so treiben. Mit den Eskimos mal Kanu fahren. Thank you.
wie es geht. Und der Korti will nach Nashville. Jetzt geht's nämlich los. 1, 2, 3, 4. Ach, so einfach wird es wohl nicht sein. Das braucht nicht, das braucht seine Zeit. Doch wenn wir richtig dafür kämpfen, ist diese Zeit bestimmt nicht mehr weit. 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 Mit den Eskimos auf der Südseeinsel lieben. Früher waren die Chöre viel lauter. Ja? Nach San Francisco. Robert Ackermann, der kennt sich im Geschäft aus. Und der Korti will nach. Geil. Ich glaube, das wird noch richtig gut heute hier. Jetzt kommt der Abschlussakkord. Danke. Es ist total erstaunlich. Ihr müsst euch ja hineinversetzen. Wir machen ja gerade eine Zeitreise 1986, 1987. Das sind alles Texte aus dieser damaligen Zeit, die wir da geschrieben haben. Und es ist total krass und sehr merkwürdig, wenn man sich die Texte jetzt hier vornimmt, wie nah diese ganze Problematik ist, die wir damals schon irgendwie gesehen und bearbeitet und überlegt haben. Der nächste Song, da ist nämlich der Reis hier am Start, da geht es um Frieden und um das Gelaber darum und dass eigentlich nichts passiert und die bösen Mächte lachen sich halb tot und lassen das Volk wie uns irgendwie labern. Heute macht man noch Facebook und schreibt da irgendwie mal einen richtig geilen politischen Artikel und dann lehnt man sich in seiner Stufe wieder zurück und sagt, oh yeah, bin ich revolutionär. Okay, und jedenfalls geht es darum. Frieden.
Dankeschön. Danke. Früher, zu DDR-Zeiten, gab es hier ein ganz wildes Rumgeschuppe und ganz großes emotionales Tanzen. Wenn das heute noch kommt, sind wir nicht böse. Also entspannt euch und lasst euch gehen. Der nächste Song, so fing übrigens immer unsere Ansagen an. Das nächste Lied, wir bleiben in der Tradition, Mühle, oder? Ja, das ist entstanden in kalten, grauen Wintermonaten hier in diesem kalten, grauen Stadt Jena, November. Und wir haben davon natürlich geträumt, in den Süden zu ziehen. Und alle 5-6 Jahre hat es hier in Jena geknallt. Oder in den Westen. Und da sind alle möglichen Leute in den Westen abgeschoben worden. Immer wenn irgendwie sich eine große Szene hier gebildet hat in Jena, haben die Funktionäre Schiss gekriegt und haben ja richtig einen Kaltschlag gemacht. Und darum ging es. Und darum geht es jetzt bei dem Song. Die Vögel sind schon lange fort. Die Vögel sind schon lange fort, nach Süden und ans Meer. Und meine Seele treibt mich ihnen hinterher. Verschwunden unter einer weißen Schicht. Die Vögel sind schon lange fort, nach Süden und ans Meer. Und meine Seele treibt mich ihnen hinterher. Tage schlafen im Nebel ein, nachmittags schon begraben, abends werden sie vergessen sein. Die Vögel sind schon lange fort, nach Süden und ans Meer, und meine Seele treibt mich ihnen hinterher. Manchmal erhält uns nur ein Traum. Die Vögel sind schon lange.
Dankeschön. Danke, danke. Wir hatten ja eigentlich im Osten nichts anzuziehen, ne? Außer aus Westpaket. Das heißt, dass wir eigentlich immer den ganzen Tag im Osten in der DDR nur nackt rumgelaufen sind. Und das Fälle gab es, so Libyanfälle. Ja. Aber dieses Nacktsein hat vieles einfacher gemacht, auch in der Kommunikation. Du wirst keine Angst haben. Ich sehe schon, dass du Angst hast, dass das. Nee. Jedenfalls ging es darum, Exquisitrecke. Leute hatten Kohle, konnten sich fette Kleidung leisten. Ja, es gab so Läden, könnt ihr euch vielleicht noch erinnern, das waren die Exquisit-Läden. Kennt ihr noch jemand Exquisit? Das waren so Läden, so eine Art Vorboten des Kapitalismus, die es in der DDR dann auch schon gab, mit schicken Klamotten und so. Und da hatten wir mal so ein Erlebnis in so einem Exquisitladen und das haben wir dann zu einem Song gemacht. Und der ist jetzt durch diesen Hardcore-kapitalistischen Zeiten immer noch spielbar. Na, ich war nie in dem Laden. Was hast du da eigentlich gemacht, Mühle? Ich war da nie. Du hast ja auch immer Westpakete gekriegt. Wir spielen mal weiter, sonst wird das hier zu persönlich. Es gibt ein paar Läden in unserer Stadt. Jeder schon von euch gesehen hat. Die Schaufenster sind bunt und alle Lichter, die sind an. Es sieht alles schick aus, doch Preise stehen nicht dran. Oh, es riecht nach Parfüm und nach Deodorant. An der Wand hängt ein Poster aus einem fernen Land. Die Verkäuferin, die lächelt ganz exquisit. Bis sie mich. Dann kommen sie! Kriegst du alles, wenn du Geld hast? Kriegst du alles, wenn du Geld hast? Kriegst du alles? Oder nicht? Hinter mir sind paar schicke Frauen, die sind zuerst dran. Ich sag, ich möchte nur Jeans, möglichst im Blau. Doch als sie dann im Fall sagt, denk ich, es ist Zeit, dass ich hier hau. Kriegst du alles, wenn du Geld hast? Kriegst du alles, wenn du Geld hast? Kriegst du alles oder nicht? Und Mühle wollte den Song nicht singen. Der hat gesagt, nee, ich will den Song nicht singen, das ist mir peinlich und so. Ja, aber jetzt hat er gesungen und es war gar nicht so schwer, finde ich. War nicht so schlimm. Ich musste immer singen, ich wollte immer nie singen, aber ich musste immer. Weil wir keinen Sänger hatten und damals gab es keine Sänger. Also außer Olli natürlich. Olli hat es super gemacht, aber wir wollten immer noch einen Sänger, aber Sänger gab es immer nicht. Ja, außer mir. Oh ja, außer Nächster Song, nächstes Stück, das geht praktisch um Mühle und ich, wir haben ja wirklich gearbeitet. Das heißt, wir sind früh aufgestanden, in der Magnus-Poser-Druckerei gearbeitet, ich habe in Hetzwerk Nord gearbeitet und in diesem Ding ist sozusagen der Song entstanden. Ja, man steht schon seinen Mann. Thank you.
total verpennt. Und ich schruppe meine Stunden, komm so halb über die Runde. Arbeitsschluss, die Sohle brennt. Arbeitsschluss, die Sohle brennt. Und ich geh auch mal ins Kino und bin auch im Sportverein. Fahre tanzen mit der Meute und lass fünfe gerade sein. Ja, man steht schon seine Mann, aber alles ist beschissen. Und ihr kotzt mich an, trotzdem will ich euch nicht missen. Bis der erste Sturm sich legt. Und dann schaff ich mir ein Girl an. Und das Girl, das schafft dann mich. Und ich träum von großer Liebe, statt zur Liebe buhle ich. Ja, man steht schon seinen Mann, aber alles ist beschissen. Und ihr kotzt mich an, trotzdem will ich euch nicht missen. Schreit beim Frühstück um ein hartes, weiches Ei. Und man bleibt dabei moralisch, Alltagssoße, Tugendbrei. Wie man hört, gibt's Streit beim Frühstück um ein hartes, weiches Ei. Und man bleibt dabei moralisch, Alltagssoße, Tugendbrei. Ja, man schickt schon seinen Mann, aber alles ist beschissen. Und ihr kotzt mich an, trotzdem will ich euch nicht missen. Ja, man schickt schon seinen Mann, aber alles ist beschissen. Und ihr kotzt mich an, trotzdem will ich euch nicht missen. Danke. Dankeschön. Das nächste Stück bedarf etwas längerer Geschichte. In letzter Zeit sind ganz, ganz wichtige Freunde von uns gestorben. Und zwar Blase, absolut schockierend, keine Frage. Walter Schilling, Bröckel, sind ganz schlimme Momente für uns gewesen, weil es war eine sehr besondere Szene. Und wir haben immer gehofft, dass Walter Schilling ewig lebt. Jetzt lebt er noch in unserem Herzen. Okay. Vielleicht noch mal ein Beifall für Walter. Unser Blase hoch. Und kommt von oben zu jetzt. Für euch ist dieses Lied jetzt. Der Text ist von Wolfgang Borchardt. Stell dich mitten in den Regen, glaub an seinen Tropfensegen, spinn dich in das Rauschen ein und versuche gut zu sein. Glaub an ihn und sei ein Kind,
lass dich Sturm in dich hinein und versuche gut zu sein. In das Feuer, glaub an dieses Ungeheuer, in des Herzens roten Wein und versuche gut zu sein. Mitten in den Regen, glaub an seinen Tropfensegen, spinn dich in das Rauschen ein und versuche gut zu sein. Wolfgang Fritsch in der Geige, auch ein alter Erdtrempe. Ein echter Jenenser. Jetzt kommt ein Stück, ihr müsst euch vorstellen, ich habe in der Löbstädter Straße gearbeitet, im Heizwerk Nord, also dunkler und grauer ging es nicht. Daneben war die Russenbäckerei, daneben war die Schlacht, der Schlachthof. Also es war echt eine finstere Gegend. Mühle hat in der Magnus-Prosa-Druckerei gearbeitet, am Saalbahnhof. Es war auch nicht viel freundlicher. Frühschicht, spätschicht. Und wir haben uns immer mal getroffen und haben irgendwelchen Scheiß uns ausgedacht. Mühle hat irgendwie in der Magnus-Prosa-Druckerei auch heimlich, jetzt kann man es ja sagen, jetzt wirst du nicht mehr verhaftet, Flugblätter gedruckt. Okay. Da war ein Beifall für Mühle für diese Aktion da. Es waren aber Aufnäher, es waren Aufnäher so für den Arm. Also. Ja. Du sollst mir nicht widersprechen, das habe ich schon. Ja, die Geschichte, 30 Jahre, das ist viel Zeit und so. Ah, zeig, dreh's mal bitte um. Oh. Ja. Zeig's mal bitte hier, ja. Ein echter Mühlfrüdel. Ich möchte jetzt auch nochmal hier, Gamasche, unser alter Techniker, immer den Lötkolben angehabt. Sobald wir angekommen sind, Gamasche sofort Lötkolben an. Dann hier Ringo, unser zweiter Schlagzeuger. Heb mal deine Hände, Ringo. Oh ja. Ja. Dann hier irgendwo Ötzi. Wo ist Ötzi? Ötzi, spring mal irgendwo rum. Hier, Ötzi, unser erster Schlagzeuger. Genau. Ja. Ein Ur, der Urschlagzeuger. Also ihr seht, ihr seid umzingelt von Erdtrempleuten. Wir haben euch komplett unterwandert. Okay, jetzt wieder mal zurück zum Thema. Meine Seele hat einen Ausweis, Pastor. Meine Seele hat einen Ausweis. Und da steht nicht viel drin.
Nur, dass ich ein armer Spinner und ein kleines Rädchen bin. Jeden Tag, da baue ich Scheiße und ab und zu fühle ich mich in. Und dann sag ich mir ganz leise, das hat alles keinen Sinn. Meine Seele hat einen Ausweis und da ist ein Passbild drin. Nur darauf sehe ich nicht grad gut aus, so verlassen wie ich bin. Wie mir alles so zuwider, was so da und dort geschieht, sing ich meine alten Lieder. Meine Zweifel, die ja, ich will nicht bis zum Tode schuften, will ich scheiteln mein Haar. Muss ich auch nicht mehr. Will was tun und muss was tun. Nicht vertrödeln, Jahr um Jahr. Doch wie soll ich mein Leben leben? Soll das so bleiben bis zum Tag? Ja, wie soll ich mein Leben leben? Frag ich mich Tag für Tag. Meine Seele hat einen Ausweis und da ist ein Passbild drin. Nur darauf sehe ich nicht grad gut aus, so verlassen wie ich bin. Wie das Sonnenlicht mich ängstigt, wenn der blöde Tag beginnt, gehe ich wieder durch das Werktor. C, der Arbeitstag verrinnt. Dankeschön. Also wir waren ja dann nicht nur verträumt, sondern haben auch eher so bockige Lieder geschrieben. Vor allem nachdem wir verboten worden sind. Ja, das kommt später, die Geschichte. Nicht so, vorgreifen. Okay, okay. Ach, okay. Konzept. Nur weil wir durch die Gegend tauschen. Aber es ist Ziemlichkeit in dieser Welt. Und ich hoffe, dass ich sterbe, bevor ich alt werde. My generation.
Wir haben immer live gestimmt. Ich finde, das ist ein Unsinn, mit so leiser zu stimmen. Das muss Publikum ertragen können. Das müsst ihr aushalten können. Alles schon vorbei? Ja, jedenfalls nach unserer Bockigkeit kam dann natürlich das Verbot. Wir sind zum Kulturamt bestellt worden. Herr Müller-Kainsberg hat uns erklärt, dass uns unsere Spielerlaubnis, die wir gerade einen Monat vorher hatten, ein runder Stempel gehört. Und wir hatten einen vierstelligen Stempel, deswegen waren wir verboten. Und dann unsere Wurzeln entsprechen nicht den Wurzeln der sozialistischen Kulturpolitik und so weiter und so fort. Und dann ist Mühle stinksauer nach Hause gegangen und hat dann den Song geschrieben. Und der heißt Tut mir leid. Der Schlagzeug ist noch zu jung. Das ist die neue Generation. Der ist jünger als die Songs. Aber die neue Generation kann sich die Dinge auch nicht so gut merken. Also nicht nur wir. Wir, weil wir zu alt sind, die, weil sie zu jung sind. Also am Ende kommt es gleich raus. Na los, wir fangen nochmal an! Schluss hier in der DDRD und wir waren verboten, wir konnten irgendwo mehr spielen, wir haben in der Kirche gespielt, in der Kirche haben sie die Pfarrer unter Druck gesetzt, die haben uns auch nicht mehr spielen lassen, die Leute haben sie aus den Zugen geholt, aber wir waren berühmt. Das war auch nicht schlecht, auch wenn wir nicht mehr spielen durften, auch wenn das jetzt vorbei ist. Und dann war der Moment, dass wir in den Westen gegangen sind. Letztes Konzert in der Friedenskirche. Die Kirche war voll. Letzter Song. Danach war Ruhe und es gab auch nichts mehr zu sagen.
Und der kommt jetzt zum Schluss. Send mir dein Lächeln nach. Ah, wow! Einen unserer Hits hätte ich beinahe vergessen. Shit. Kanonensong. Genau. Also merkt euch das, was ich gesagt habe. Das kommt danach. Erzähl es nochmal dann am besten. Ja. Und jetzt kommt ein Stück. Es ist total aktuell. Es ist verrückt und es ist crazy, wie aktuell das ist. Dass hier überhaupt nichts gelernt wird, gar nichts gecheckt wird, die deutschen Waffen immer noch exportiert werden, immer noch Kriege entstehen, immer noch Menschen sterben müssen. Und damals in den 80er Jahren haben wir das überhaupt nicht gecheckt, wieso diese Vollidioten immer noch das anheizen, obwohl jetzt alle im Volk haben keinen Bock auf Krieg. Wer hat schon Bock auf Krieg? Und heute ist es genauso. Es hat sich nichts geändert. Dieser Song ist der Kanonensong. Von Bertolt Brecht. Vermisst und verdorben, aber Blut, Blut ist immer noch rot und heute wird für die Armee wieder geboren. Soldaten wohnen auf den Kanonen vom Kap bis Couch BH. Wenn es mal regnete und es begegnete,
So, und jetzt ist unser Weg-Geh-Abschiedssong an die DDR, an unsere Freunde. Mühle hat diesen Song geschrieben. Letzter Song, letztes Konzert. Schweigen, ihr erinnert euch. Send mir dein Lächeln nach. Thank you.
Okay. Wir haben, noch eine Überraschung. Als wir im Westen waren, gab es noch eine Montagsband. Da hat der Kiki mitgespielt. Da war es auch hier, Kiki. Und die haben einen ziemlich geilen Song gespielt. Leider war der Sänger, der das geschrieben hat, na, das kann man irgendwo nachlesen, halt bei der Stasi, scheißegal, man kann das ja hier laut sagen, aber bei der Stasi. Und das ist eine wunderbare Jena-Hymne. Und wir nutzen das jetzt offiziell und entzaubern diesen, machen mit so einem Hexenwesen diesen Stasi-Fluch hier weg. Und wir schieben jetzt diese Stasi-Scheiße, die auch über diesen Jena-Song liegt. Bosch Jena, mach das mal bitte. Ja, danke. Danke, das ist jetzt hiermit geschehen, das ist Ritual. Bitte einen Beifall für Bojena. Auf jeden Fall ist ein richtiger, schöner Jena-Song. Oh, und da kommen noch mehr Leute auf die Bühne, zufälligerweise. Straßen ganz genau, zeige jeden Fremden den Weg. Kenn an der Ecke die liebenswerte Frau, den alten Säufer, der immer vor der Kneipe steht. Kenn die kleine Kirche mit dem Park, weiß wo deine schmutzigsten Winkel sind. Und wenn ich mal genug von dir hab, geh ich auf die Berge rings um dich. Jena, du bist meine Stadt, die ich manchmal hasse, aber auch mag. Der Himmel über dir hat schon so manches gesehen. Deine Mauer könnte viel erzählen. Jena, du bist meine Stadt, die ich manchmal hasse, aber auch mag. Der Himmel über dir hat schon so manches gesehen. Deine Mauer könnte viel erzählen. Der vom Hügel auf dich herabschaut. Weiß wie du riechst nach einem Regenguss. Ich kenne den Smog an manchen Wintermorgen. Ich mag die Hügel an deinem Fluss. Ich spüre deine Ängste, fühle deine Sorgen. Jena, du bist meine Stadt, die ich manchmal hasse, aber auch mag. Der Himmel über dir hat schon so manches gesehen. Deine Mauern könnten viel erzählen. Jena, meine Stadt, die ich manchmal hasse, aber auch mag. Der Himmel über dir hat schon so manches gesehen. Deine Mauern könnten viel erzählen. Wie oft hörte ich dein Stöhnen, wenn ein altes Haus dem neuen weicht. Lange konnte ich mich nicht gewöhnen an den Phallus in deiner Mitte, der bis zum Himmel reicht. Mag dich noch immer, nicht nur weil du mir vertraut bist. Nein, auch der Freunde wegen, die ich hier immer hab. Und wenn's hier mitunter einmal eng ist, ich werd dich immer lieben bis zum jüngsten Tag. Jena, du bist meine Stadt, die ich manchmal hasse, aber auch mag. Der Himmel über dir hat schon so manches gesehen. Deine Mauern könnten viel erzählen. Jena, du bist meine Stadt, die ich manchmal hasse, aber auch mag. Der Himmel über dir hat schon so manches gesehen. Deine Mauern könnten viel erzählen. Oh,
noch ganz kurz alle Kollegen und Freunde und überhaupt alle vorstellen. Ich weiß, ihr guckt alle nicht auf mich, sondern auf sie. Sudi, grandios. Sie singt so toll und vom ersten Moment an. Ja. Mein lieber Freund Reis, Manur. Danke, Oli. Grandioser Sänger. Übrigens alle einschalten, Voice of Germany, Eileen Enter. Hier. Keiner wusste jemals, warum er, welche Rolle er spielt. Er war immer dabei. Irgendwann war er Manager. Er war sowieso immer Freund und hat eigentlich immer die Frauen abgepasst, während wir abgeräumt haben. Ich war ein Nachhaltigkeitsmanager. Ja. Wenig Wachstum. Alexander Adamek. Die meisten Songs hat er geschrieben. Ich nenne ihn immer meinen ältesten Freund. Älter geht's fast gar nicht. Peter Mühlfrödel. Danke. Hier da drüben. Wolfi, Wolfgang Fritsch. Wir waren hier, haben wir schon in der DDR Straßenmusik gemacht. Wir hatten alle drei Hits im 12. Und trotzdem haben wir Musik gemacht hier, als wir im Westen angekommen sind, sofort weiter. Haben uns die Welt angeschaut. Grandioser Geiger, wenn der abgeht, geht zusammen. Der super Gypsy ab. Wolfgang Fritsch. Jetzt könnte ich eine Lohnes-Hymne von einer Stunde über diesen grandiosen Musiker. Er spielt leider viel zu selten Flöte. Stefan Hepper! Mit Kiki haben wir angefangen. Ich keine Ahnung, 1981 im Neubaugebiet, zweite Baustelle, oder wie hieß das? Ja. Er war damals schon einer der besten Bassisten, heute immer noch. Olaf Kickeritz. Hier. Kaktus, Thomas Grund. Schon immer in der Stadt Wesel gewesen. Das wäre wieder ein Vortrag wert, über den Kaktus zu erzählen, welche Rolle der hier in Jena gespielt hat. Ein ganz wichtiger Mensch im Widerstand und so weiter. Und hier ist ein Sprössling, der kugelte damals immer rum bei uns und ich wusste nicht, welche Rolle er spielt. Jetzt weiß ich, da ist unser Schlagzeuger, Konrad. Jetzt. Jena, du bist meine Stadt, die ich manchmal hasse, aber auch mag. Der Himmel über dir hat schon so manches gesehen. Deine Mauern könnten viel erzählen. Jena, du bist meine Stadt, die ich manchmal hasse, aber auch mag. Der Himmel über dir hat schon so manches gesehen. Deine Mauern könnten viel erzählen. Und jetzt hopp! Jena, du bist meine Stadt, die ich manchmal hasse, aber auch mag. Der Himmel über dir hat schon so manches gesehen. Deine Mauern könnten viel erzählen. Jena, du bist meine Stadt, die ich manchmal hasse, aber auch mag. Der Himmel über dir hat schon so manches gesehen. Deine Mauern könnten viel erzählen. Jena, du bist meine Stadt, die ich manchmal hasse, aber auch mag. Der Himmel über dir hat schon so manches gesehen. Deine Mauern könnten viel erzählen. Wirklich, tschüss. Einen haben wir noch vergessen bei der Vorstellung. Olli. Oliver Jahn. Danke. Thank you.